Ich habe einige traumatische Erlebnisse schon in der Kindheit mit der Kirche gehabt. Im Religionsunterricht war ein alter Herr, ein Pastor, der uns eines Tages von der leibhaftigen Himmelfahrt Mariens erzählte. Ich fragte dann den Pastor, sagen Sie mal, wie kann das denn sein? Das ist doch gegen Gottes Schöpfungsordnung und gegen physikalische Gesetze. Wie kann denn ein toter Leib gegen die Erdanziehungskraft ohne Energie in den Himmel auffahren? Nun muss man wissen, ich hatte keinen Vater und lebte zu der Zeit bei meinem Onkel. Und als ich dann mittags zu Hause war, am Mittagstisch, da legte er seine Serviette senkrecht zur Tischkante, setzte sich hin und sagte: So, was war denn heute in der Schule los? Es dauerte 10 Sekunden, dann stand er auf, nahm das schwere Vierkantholz vom Webrahmen meiner Tante und schlug auf mich ein, dass ich zu Boden ging. Und da habe ich mir schon nachts, als ich wach lag, immer überlegt, irgendwo stimmt etwas nicht. Warum darf man nicht etwas, was einem komisch vorkommt, hinterfragen? Mutter Teresa hat den Tod verherrlicht, aber nicht das Leben. Und sie hat immer gesagt, Schmerzen sind ein Geschenk Gottes. Deswegen durften die Kranken, die mit Krebs oder Lepra da lagen, keine Schmerzmittel kriegen. Sie sollten das Leiden bis zum Ende durchstehen, weil sie sagte, das Leiden ist wie das Leiden Christi, der hat auch am Kreuz gelitten und ihr seid damit Christus ganz nah. Wenn sie den Kranken sagt, wenn sie solche Schmerzen haben, das ist der Kuss von Jesus und sie immer wieder auf den Tod hinarbeitet, und sie selber, als sie dann alt war und Schmerzen hatte, sich dann nach Kalifornien fliegen lässt, in die modernsten Kliniken der Welt, um sich dort palliativ behandeln zu lassen, dann ist das in meinen Augen abscheulich. Wer so etwas macht, den kann ich beim besten Willen nicht als heilig bezeichnen. Ich verherrliche nicht so wie die Kirche, sondern ich bringe die Fakten und ich zitiere ja auch die Leute, die das jahrelang recherchiert haben. Jeder kann glauben, was er will. Wir haben Glaubensfreiheit, aber wer sich für den Glauben interessiert und wissen will, woher das eigentlich kommt, der soll auch die Möglichkeit haben, die Ursprünge und die ganze, auch die kirchliche Gesetzgebung, wie die mal entstanden ist, das zu erfahren. Und das ist eben die Sammlung, die ich in diesem Buch habe. Ich schreibe nicht gegen die Kirche, ich schreibe überhaupt nicht gegen etwas, sondern im Gegenteil, ich lasse die Kirche sprechen. Ich gebe die Kirche wieder, ihre Lehrsätze, ihre Dogmen und setze dann die Bibel dagegen. Und jetzt werden die Leute von alleine merken, das stimmt ja gar nicht überein. Das ist ja das Gegenteil von dem, was ich eben gelesen habe. Darin sehe ich meine Aufgabe.